Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 13 mit mir, mit eurem Badeschlappen und mit momentan überragenden Tottenham Hotspurs, oder? In den letzten beiden Pflichtspielen oder in den ersten beiden Pflichtspielen von uns mal eben schnell 2 Siege geholt und 9:0 Tore. Ich würde sagen, dass das so auf Weltklasse so reibungslos abläuft, hätte, glaube ich, ich und ihr wahrscheinlich auch nicht so richtig erwartet. Aber gut, ist natürlich richtig geil. Damit sind wir eigentlich schon weiter in der Europa League, sprich in der Gruppenphase angekommen. Werden wir mal schauen. Aber zunächst, wie die anderen Mannschaften gespielt haben in der Europa League. Hier ist übrigens der FA Cup. Da wollte ich dann auch nochmal schnell reinschauen. Werden wir jetzt alles mal schnell angehen und dann kommt das nächste Spiel schon. Und dann müssen wir uns noch um Isco kümmern und so weiter und so fort. Also da können wir jetzt richtig viel mit reinpacken in diese Folge. Aber zunächst mal hier. Also Hoffenheim 2-0 gegen Elfsborg. Athletic Bilbao kommt weiter. Madrid momentan. Wir wollten hier unten gucken, wer diese Cork City ist. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Hamburg. 3-0 gegen die Shamrock Rovers. Das sieht auch gut aus. Genua 1-0 gegen Sion. Okay. Ja. Newcastle noch 4-0. Napoli 3-0. Sind natürlich noch nicht die absoluten Top-Begegnungen, aber das ist ja auch ganz klar. Hier 4-0. Also da waren auch ein paar höhere Ergebnisse dabei, aber so hoch wie wir hat keiner gewonnen. Also das Hinspiel ist absolviert, das ist überragend absolviert worden und das Rückspiel, das haben wir eigentlich in der Tüte, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ganz klar. Und ich wollte jetzt reinschauen in die Premier League zum einen, ob wir ganz oben stehen. Jawohl, da wo wir hingehören, mit dem 4:0, gefolgt von Manchester United, Everton, Liverpool, Reading, Arsenal, Swansea, Manchester City, Chelsea mit dem 0-0 gegen Fulham, habe ich noch gesehen, stehen da eher weiter hinten. Newcastle, Stoke und Sunderland auf den Abstiegsplätzen. Also, das sieht richtig gut aus. Nächstes Spiel, wie gesagt, gegen die Wolverhampton Wanderers, gegen den 14. Die haben ihr erstes Spiel 1:2 verloren. 2:1 verloren. Also, das ist heute auch möglich. Die können wir weiter in die Krise drücken, beziehungsweise da hinten reindrücken. Das passt. Champions League, können wir mal gucken. Ist Gladbach da dabei? Nee, wir sind Zweiter geworden. Wir sind schon sicher drin, ne? Was heißt wir? Die Gladbacher jetzt hat. Wartet mal, Gruppentabelle. Aber da ist natürlich noch nichts ausgelost. Ganz klar. Okay, Europa League haben wir geguckt. FA Cup wollte ich mal schauen. Spiele und Ergebnisse. Runde, wann kommen wir denn da hin? Wahrscheinlich sind wir Runde 1 schon mit dabei. Nee, Runde 2 dann. Wenn nicht sogar Runde 3 erst. Wäre am 10.01. Haben wir hier irgendjemanden? Brentford. Da haben wir das Wappen in Ultimate Team mal gehabt, glaube ich. Fleetwood. Southend. Okay. Ja, brauchen wir nicht mehr weiter drüber diskutieren. Okay, Capital One Cup, das sollte ich noch schnell schauen. Halt nicht Turnierdiagramm, ich denke immer nicht dran. Hier will ich rein. Runde 2 haben wir da schon einen Gegner bekommen. Oder steigen wir da auch erst in Runde 3 an? Ein. Ich weiß es nicht. Egal, werden wir alles sehen. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall jetzt mal ein Stückchen weiter in der Woche. Haben ja mehr oder weniger eine englische Woche momentan. Okay, das ist akzeptiert, das ist geil. Also Isco kommt für zu uns für 12,5 Millionen plus Jermaine Defoe. Sehr geil, nehmen wir an natürlich. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Absolut machbar, absolut genial. Ich freue mich drauf, ich bin mal richtig gespannt. Und wir haben einen neuen Nationaltrainerposten angeboten bekommen. Unten finden Sie eine Liste der Teams, von denen Sie wahrscheinlich ein Angebot erhalten werden. Zwar ist noch nicht sicher, aber dennoch könnte es für Sie eine wertvolle Information sein, falls man versucht, Sie anzuwerben. Und das ist Deutschland und Portugal. Also wenn Deutschland anfragt, ne, wie gesagt, ich habe schon angesprochen, dann wird auch Deutschland genommen, ganz klar. Na, da bin ich ja mal richtig gespannt. Malaga nimmt überhöhtes Angebot für Isco an von 19,5 Millionen. Ja, das war ja das, wo ich nicht so richtig gecheckt habe mit dem Plus-Minus, aber ist egal. So, ich wollte nochmal ganz schnell schauen. Spieler kaufen. Wir haben jetzt noch 3 Millionen. Und 100.000 Gehaltsbudget, das können wir natürlich noch anpassen. Wir gucken mal ganz schnell rein. Innenverteidigung wäre nicht so schlecht, wäre nicht so verkehrt. Halt hier nicht, ins Teammanagement. Weil eben Dawson nächste Saison oder mit Vertragsende aufhören will. Allerdings hilft dann auch kein Junge mehr, denn dann brauchen wir wirklich nochmal so einen mit einer 80 rum. Und den werden wir für die 3 Millionen nicht kriegen. Vielleicht, dass man nach einem Zentral nochmal schaut. Huddlestone, aber da haben wir eigentlich auch gute, ne? Ist die Frage. Hier ist Isco, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Für Adebayor. Das passt schon so. Ist die Frage, ne? Wen wollen wir da holen? Wir können ja mal ganz kurz reinschauen. Transfers. Spieler kaufen. So. Dann geben wir eben mal schnell alles ein. Mindestens eine 70. Was sagen wir? Mindestens eine 75. Und kann man hier maximaler Marktwert.
3. Bin ich jetzt blöd? Jetzt hat 3. Jetzt machen wir 5 Millionen. Na, machen wir 2 Millionen. Okay, dachte schon, das geht jetzt irgendwie nicht. Und dann suchen wir einfach mal, ob da was kommt. Ja, kommt ein bisschen was. Aber ich will nach Alter sortieren eigentlich erstmal. Ah, der Jüngste ist aber 26. Aber gut, ist klar, da kriegst du nicht nichts Besseres, ne? Max Grün haben wir hier noch. Der Vierter. Julian Schuster, aber das macht ja alles keinen Sinn. Nee, komm, wir lassen es erstmal. Außer mir fällt noch irgendwas richtig Geiles ein, aber mal gucken. So, Padelli, nächstes Angebot abgelehnt. Dann lassen wir das auch so mal stehen. Brauchen wir nicht großartig drüber nachdenken. Wir können mal ganz schnell vielleicht nochmal in die Wunschliste gucken. Hummels, Sterling, Lewandowski, Pogba, Eriksen, Bendeke oder so. Ist die Frage, aber ich glaube, da brauchen wir nichts Großartiges mehr. Komm, das passt. Nee, lassen wir jetzt einfach mal so. Gehen wir rein, nächste Partie gegen Wolverhampton. Wollen wir schon Isco spielen lassen? Wir werden es hier, wenn, machen. Die spielen in Orange, wie auf Weltklasse, ist ja logisch. An der White Hart Lane, Tor News Auswahl. Okay, Swansea gegen Liverpool wird auch geil. So, und wenn, dann kann er für Dembele, nehmen wir mal ran. Komm, wir lassen ihn gleich mal spielen. Isco hier. So. Okay, Huddlestone bin ich am überlegen, ob wir ihn noch mit reinnehmen. War gar nicht so schlecht für Livermore mal noch. Okay. Sonst sind sie alle einigermaßen fit. Naja, passt. Okay. Hatten ja jetzt halt ein, eine englische Woche sozusagen. Mit den Qualifikationsspielen. Johnson rot gesperrt. Okay. Zuletzt ein Unentschieden gegen Lille im Testspiel wahrscheinlich. Und einen 1-2 Niederlage gegen Swansea, das haben wir gesehen. Spielen mit einem 4-4-2-System. Und auch heute ist, wie gesagt, ein Sieg absolut Pflicht. Ist ja ganz klar. Werden wir mal gucken, dass wir das so rumreißen können. Und er geht an den Pfosten. Von Bale. Egal. Okay, auf geht's. Zweiter Spieltag in der Barclays Premier League. Und zwar gegen die Wolverhampton Wanderers zu Hause. An der White Hart Lane. Unser erstes Heimspiel sozusagen, was die Liga betrifft. Und hier haben wir ihn. Isco, Neuzugang. Insgesamt für 19 Millionen gekommen, wenn man so zusammenrechnet. Bin ich mal gespannt, was er zeigen kann. Also Luis Walker, Dawson, Mertonghen, Asui Koto, Gündogan, Huddlestone, Isco, Lennon, Barr und Bale, das ist eine super Truppe und auf der Bank haben wir ja auch nicht gerade noch schlechtere, also das ist schon überragend und das war richtig schlecht, was wir da an Spielern haben. Also ich bin gespannt, ich freue mich riesig auf die Saison, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen und ich weiß, die Saison hat ja eigentlich schon begonnen, aber so richtig dann irgendwie doch nicht. Jetzt müssen wir nur aufpassen, Flanke, geklärt, denn bisher hatten wir noch nicht so die Gegner und auch aufgepasst, jawohl. Noch nie so richtig Programm, ne? Der war schlecht. Sprich, es wurde noch nie spannend. 4-0 und 5-0, ich meine, das ist wie ein kleines Testspielchen. Kann man eigentlich so hinnehmen. Von daher bin ich mal gespannt, wenn die richtigen Kracher kommen. Das macht ja die Premier League aus. Sag mal, können die heute den Ball nicht mitnehmen, oder was? Ne, das macht ja die Premier League aus. Dafür sind wir ja mit hingewechselt. Und natürlich, um international noch ein bisschen mehr zu reißen, als wir es mit Gladbach können. So, Luis. Jetzt mal das Spiel ein bisschen beruhigen. Und erstmal hintenrum kombinieren, damit wir da einigermaßen Sicherheit reinbekommen in die Aktionen. Bale. Gut gemacht. Ekotto. In die Mitte gelegt. Oh, shit. Ich wollte ihn nach oben bringen, aber war der Ball schon ein bisschen zu weit weg vom Mann. Das Einzige, was wir nur jetzt nicht machen dürfen, nämlich den Fehler. Und zwar zu sagen, wenn wir die Spiele alle so gewinnen, dann gewinnen wir auch heute wieder 5-0. Das dürfen wir echt so nicht machen. Dann wird's kritisch. Wenn ihr seht, Wolverhampton macht Druck. Das hat auch Sunderland zu Beginn gemacht. Da müssen wir echt aufpassen. Flanke in die Mitte. Luis lenkt ihn erstmal über die Latte. Gibt die Ecke. Und ihr merkt's, ne? Also Wolverhampton auch wieder zu Beginn besser. Das sind immer so die Minuten, die wir anscheinend noch verschlafen. Mit Tottenham. Da müssen wir echt mal aufpassen, dass wir das einigermaßen hinkriegen. Alter, nächster Ballverlust. Luis hat ihn. Und zieht gleich oben einen Sigurdsson. Ne, das ist der von denen. So rum. Asui Koto. Guter Ball. Komm entgegen. Bah. Schöner Ball. Kommt nicht an. Und man muss sagen, die stehen richtig eng gestaffelt. Knall das Ding jetzt aber auch erstmal nach vorne. Und da kommt gar keiner raus. Haben ihn aber wieder. Gut gemacht. Gündogan. Bah. Gündogan. Schöner Ball. Lennon mit der Flanke, Bar kommt nicht hin, von hinten kommen wir auch nicht ran, schade. Also erste einigermaßen gefährliche Situation da für uns,
Aber wie gesagt, wir sind mal wieder nicht so richtig drin in der Partie. 20 Minuten gespielt. Die erste Möglichkeit, das dauert zu lange. Da hätte er früher spielen müssen. Huddlestone. Und jetzt kommt wieder Wolverhampton. Aufgepasst. Flanke in die Mitte. Abseits. Haben wir gut gestellt. Ich bin extra da hochgerannt, weil... Oh, das war aber richtig knapp, weil ich gedacht habe, da zieht einer noch mehr in die Mitte. Aber nö. Die lassen den da einfach stehen. Auch nicht schlecht. So, jetzt aber mal ein bisschen hier Gas geben. Ja, der schlechte Ball, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wieso kommen die Dinger heute nicht an? Und wieder Wolverhampton. Gut gemacht. Oh, und auch da zu lange gebraucht. Sag mal, was ist denn heute los? Jetzt aber, komm. Oh. Sag mal, ich drücke immer drauf, um den langen Ball wirklich zu spielen, nach ganz oben. Und dann kommt trotzdem nur so ein Furzball raus. So, komm, draufschieben. Kein Foul für alle machen. Jawohl. Gibt's denn da Sakko? Also, Wolverhampton macht Druck. Nächste Flanke. Jetzt haben wir ihn mal. Schöner Ball. Aber auch da gleich wieder der Ballverlust. Wir können ihn da vorne nicht behaupten. Gut gemacht. Oh, 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 oh. Wir kommen nicht an den Ball. Mensch. Und jetzt Shepherds, oder? Ja. Gibt's denn das, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Was für Fehler in der Vorwärtsbewegung. Und hinten kriegen wir das Ding auch nicht raus. Und Wolverhampton führt. Und wir müssen jetzt mal richtig Druck machen. Kommt mal wieder für richtig Alarm sorgen. Wir können es doch, wie in der Europa League und so weiter. Bale. Legt ab auf Isco. Oh, schade. Wollte nochmal in die Mitte ziehen und dann abziehen. Kommt leider nicht an der Ball. Komm jetzt, komm, 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 komm. Drauf, drauf. Jawohl, und dann machen die doch den Fehler. Bale. Was macht denn Bale und was macht denn sein Gegenspieler auch noch? Gut gemacht. Stark. Bah, bah, abseits Bale. Jawohl. Meine Fresse. 39. Minute Ausgleich. Und mal wieder Bale. Es ist der Wahnsinn. Drittes Spiel. Jetzt lasst mich überlegen. 3, 4, 7, 8. Tor. Drittes Spiel, 8. Tor von Gareth Bale. Da sind manche Mannschaften froh, wenn die in 3 Spielen 8 Tore schießen. Und die macht alleine Bale bei uns. Gut, er hat auch eigentlich fast alle gemacht, ne? Bei uns. Egal. So, 39. Ball in die Mitte. Aufgepasst. Fallrückzieher, auch nicht schlecht. Aber dann doch keine Gefahr für Luis. Aber der mit dem schlechten Abwurf. Ball sofort wieder beim Gegner. Jetzt haben wir ihn. Und wieder Bale. Auf Isco. Isco. Wieder auf Bale. Ah, schade. Aber die zwei verstehen sich schon mal gar nicht so gut. Gar nicht so gut, gar nicht so schlecht. Das passt mir schon mal ganz gut. So rum. Schön. Bale. Isco. Ah, schade. Ein Ticken zu spät gespielt. Sonst wäre der auch noch gut gekommen. Und Tottenham sage ich schon. Wolverhampton wirkt so ein bisschen überrascht jetzt durch das Tor. Da gelingt nicht mehr viel. Gündogan. Gündogan! Oh! Wartet auch noch auf seinen ersten Treffer. Zumindest auf seinen ersten Pflichtspieltreffer. Weiß nicht, wie er in den Freundschaftsspielen getroffen hat. Aber auch da eine gute Aktion von ihm. Und das war's erstmal. Also die ersten 45 Minuten sind rum. Der Spielstand 1:1 zwischen den Spurs und Wolverhampton an der White Hart Lane. Das geht noch ein bisschen besser. Swansea führt gegen Liverpool, sehr geil. Mal gucken, ob Liverpool zumindest im Spiel in FIFA so ein bisschen mehr konstanter ist. Und ein bisschen mehr reißen kann, was die Liga zumindest angeht mal. Mal gucken, bin ich gespannt. Kommen wir dahin? Leider nicht. Isco hat ihn, Lennon. Sieht Ball laufen, aber sieht ihn zu spät. Aber Isco, oh, wo spielt er hin? Hätte ihn da lieber mal direkt auf Bar bringen sollen. Jetzt hat Bar. Jawohl. 49. Minute. Auch Demba Ba ist angekommen. Ganz, ganz starkes Tor. Nimmt ihn der Volley. Wieder mal perfekt gemacht von Bale. Es ist der Wahnsinn. Also, wenn wir Bale nicht hätten, wo wären wir dann? Guckt euch das an. Überragend. Oh, das ist Fußball vom Feinsten. Und zum Glück die Führung nach 49 Minuten. Also, man merkt, wir werden stärker. Und natürlich wird auch Tottenham, was will ich immer mit Tottenham als Gegner? Wolverhampton. Wirkt so ein bisschen geschwächt, wirkt so ein bisschen angeschlagen, angenockt. Das müssen wir jetzt ausnutzen. Sakko über außen. Flanke in die Mitte. Leck mich fett. Riesenmöglichkeit. Von wegen angenockt. Und dann so ein schlechter Ball. Von Luis. Seit wann erahnen das die Spieler hier? Vorbei zum Glück. Mann, Mann, Mann. Also, wir dürfen die weiterhin nicht unterschätzen. Ich sag's oft genug.
Ich unterschätze sie eigentlich, glaube ich, auch nicht. Aber irgendwie läuft es nicht so richtig. Wie zuletzt gegen in der Europa League gegen Football und gegen Sunderland. Jetzt aufgepasst, O'Hara. Kein Foul da. Oh, ich dachte schon, der pfeift jetzt. So, und gleich nach vorne geworfen. Kyle Walker. Gut gemacht, geht vorbei. Kyle Walker. Komm, jetzt zieh in die Mitte und Lennon zieh nach außen. Oh, und dann bleibt er am eigenen Mann hängen. Aber kein Abseits von Ba. Ba geht vorbei. Demba Ba wird gefoult. Gibt den Freistoß und nochmal auf die gelbe Karte da oben. Nö, gibt's nicht. Aber zumindest die letzte Verwarnung. So, wir werden nochmal den Freistoß bringen und dann werde ich erst wechseln. Oder wechseln wir gleich? Nee, komm, wir machen erst den Freistoß. Machen schnell das dritte. Und dann passt's hoffentlich. Und wir schauen mal, wen Wolverhampton bringt. Bringt Gorman für Hamill. So, und jetzt muss hier eine gute Flanke rein. Ich bring mal eine kurze. Auf Dawson. Uiuiuiui, halb im Fliegen. Richtig stark gemacht. So, und wir gehen rein. Ab geht's. Und zwar, wen werden wir denn auswechseln? Ball lasse ich jetzt mal drinnen. Ich bring mal, nehme mal Isco auf rechts. Da kann er doch auch spielen, oder? Ja, so halb, komm, egal. Lennon raus, bringen einen Sigurdsson. Und dann passt das erstmal. So, Spurs. Gareth Bale, 8 Tore insgesamt, ja. Das haben wir alles mitbekommen und das ist richtig stark. Nach hinten gelegt. Da ist Huddlestone. Dembaba. Hennessy ist da. Schade. Ja, so ein drittes Tor wäre jetzt nicht schlecht, ne? Das wäre dann letztendlich auch wahrscheinlich die Entscheidung. Aber das muss halt erstmal fallen. Gut gemacht. Guter Kopfball. Sigurdsson. Sieht da oben. Wer war es denn? Ich hab's gar nicht. Was ist Isco? Müsste Isco gewesen sein sogar. Der da gelaufen ist. Nächstes Foulspiel meiner Meinung nach, aber auch das nicht gepfiffen vom Schiedsrichter. Ganz, ganz klare Sache eigentlich, wie er den da umsetzt. Dann sind sie durch mit Gorman. Der eingewechselte Mann müsste das sein. Gut gemacht von Huddlestone. Und Bar. Starker Ball. Auf Sigurdsson. Sigurdsson. Sieht Bar, war das abseits? Ich hoffe nicht. Dembaba mit der Flanke. Sigurdsson mit dem Tor. 3:1, 67. Minute. Der eingewechselte macht's. Und ich würde sagen, das war die Entscheidung. Das müsste die Entscheidung gewesen sein. Und das dürfte damit auch der zweite Sieg sein. Ganz, ganz stark gemacht. Und was mir gerade so auffällt, ne, wir haben in jedem Spiel bisher mindestens 3 Tore erzielt. In den Pflichtspielen. Das ist schon brutal. Auch wenn es erst 3 sind, ne, das kann mal glücklich zustande kommen. Aber das kann auch richtiges Können sein. Und das, glaube ich, ist es bei uns. Jetzt aufgepasst, Sigurdsson verliert den Ball. Und Wolverhampton, wird den Gegner schon heute irgendwann nochmal richtig aussprechen können. Kann sich erstmal befreien, aber wir haben ihn wieder. Und da ist Bar. Oh, nicht ganz hoch. Aber Isco kommt trotzdem fast noch hin, gibt den Freistoß. Und den nächsten Wechsel. Ich weiß gar nicht, ob ich noch wechseln soll. Wir können es eigentlich schon mal machen, ne? Mal ein bisschen rotieren. Oder wir lassen die Jungs erstmal so weiterlaufen und versuchen nochmal ein bisschen Gas zu geben. Komm, wir versuchen nochmal Gas zu geben. Wir lassen jetzt mal so drin, denn die können sich eh erholen dann, wenn wir gegen IK Football so ein bisschen rotieren werden. Dann haben die da eh genug Zeit, um wieder ein kleines bisschen durchzuatmen. Das passt schon. Und hier will ich noch das vierte sehen. Hennessy hat den Ball weit nach vorne geprügelt. Und Dawson gewinnt den Kopfball nicht. Aber wir haben den Ball. Walker. Gündogan. Schön auf Huddlestone. Ball kommt nicht an. Aber wir haben ihn trotzdem. Da ist Isco. Das erste Mal vielleicht gefährlich. Isco mit der Flanke. Bar kommt nicht hin. Oh, stark gemacht von Isco. Wie er sich da durchsetzt. War nicht leicht. Und er schafft es trotzdem. Oh, guter Ball. Aber den kriegen wir, oder? Jawohl. Gut gemacht. Walker wieder. Schön. Gut gemacht. Schön gemacht. Oh, zu lange gebraucht wieder von Huddlestone. Der macht mir zu große Schritte. Der ist noch ein bisschen zu grobmotorisch. Mal gucken, ob er das sich noch irgendwie aneignen kann. Gut gemacht. Huddlestone. Oh, auch zu lange gebraucht. 80. Minute. Also, Wolverhampton gibt sich zumindest nicht auf, macht nochmal ein bisschen Druck. Aber ob das reicht, ist die Frage. Ich hoffe nicht. Nächster Schussversuch, jetzt haben wir ihn. Bar. Braucht wieder zu lange. Auch Bar so ein bisschen schwerfällig. Na gut, das ist natürlich mit einem... So, jetzt machen wir den weiten Ball, ich will es mal probieren. Schade. Ist natürlich mit einem Bale und einem Isco und einem Lennon ein bisschen anders. Die brauchen dann nicht so große Schritte. Die machen da zack, zack und dann bist du vorbei am Gegenspieler. Ganz logisch, aber auch solche Holzer brauchst du, ne? Jetzt aufgepasst. Kein Foul da. Nochmal zurückgelegt. Jawohl.
Gut gemacht. So, Sigurdsson. Oh, wieder zu lange. Menschenskinder. Wir kommen nicht so richtig an den Ball. Stark gemacht. Komm jetzt. Jungs, macht noch eins. Dann ist hier Feierabend. Sigurdsson. Schön. Isco. Sieht Ball laufen. Kommt leider nicht hin. Und Vorteil gepfiffen. Ich habe doch nicht mal einen Foul gespielt. Auch du Heilige. Oh shit, und er kann ihn annehmen. Ich dachte, der kommt nicht hin und Luis kriegt ihn dann. Drum bin ich rausgekommen. Okay, also nochmal der Wechsel. Und dann dürfte das gewesen sein. Erstmal das 3:1. Ich denke, jetzt wird nichts mehr Großartiges passieren. Hoffe ich doch mal. Und dann haben wir nochmal die Punkte geholt. So, wir spielen nochmal kurz. Der Tonken. Oh, ist wieder so ein schlechter Ball. Aber abseits, oder? Kein Ab, doch. Abseits. Komm, jetzt hauen wir das Ding vor. Scheißegal. Jetzt, wir gehen jetzt nicht mehr auf ein Tor noch. Weg die Kacke. Und der pfeift jetzt eh gleich ab. So, Hennessy wird noch ausschlagen, dann ist Feierabend. Jawohl. Jawohl. So schaut's aus. Also 3-1-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers. Absolut gut. Auch wenn spielerisch vielleicht nicht das beste Spiel war, aber wir haben zumindest die nächsten 3 Punkte eingefahren. Der 3. Sieg im 3. Pflichtspiel. Das ist richtig stark. Wir gucken mal rein. Demba Bam mit einer 9,8. Der beste Mann habe ich gar nicht so stark gesehen. Aber das hat er sich dann trotzdem irgendwie mal verdient. Isco mit einer 6,8. Noch nicht so richtig da gewesen. Luis, natürlich wieder der Innenverteidiger. Ganz, ganz stark. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.